In München entstehen Donald-Duck-Geschichten, gezeichnet von Jan Gulbrandsson, der rund um die Uhr daran arbeitet. Weil ich 100 Seiten Donald fertig kriegen muss, und zwar während die ersten Geschichten schon erscheinen, bin ich noch am Stricken der letzten beiden Folgen, die dann 8 Wochen später erscheinen. Also es ist ein Ritt über den Bodensee. Jan Gulbrandsson ist der einzige Deutsche, der auch komplette Donald-Duck-Geschichten außerhalb der USA zeichnen darf. Jetzt schickt er die Comic-Ente auf Deutschland-Tour durch 8 Städte. Klar, dass Donald auch nach München kommt und sich auf der Wiesn dem Oktoberfest amüsiert. Die Oktoberfest-Geschichte ist, kann man praktisch nicht als Plot erzählen, weil die lebt im Wesentlichen davon, dass von der Wiesn auf der Wiesn ein Haufen Figuren unterwegs sind, die jeder ihre eigene Agenda haben, und da geht es einfach extrem turbulent zu. Das heißt, bei allen anderen Städten könnte ich Ihnen also irgendwie einen Plot erzählen, wenn ich es dürfte. Aber das geht da nicht einmal. Seit 20 Jahren schon zeichnet Jan Gulbrandsson Donald. Immer wieder eine Herausforderung. Der Charakter, das Anarchische, das auf den Schnabel fallen, aber sich nicht rausbringen lassen. Schon als Schüler hat er Comics geliebt und sie heimlich unter der Bettdecke gelesen. Sie heute zu zeichnen, ist für ihn die Erfüllung eines Kindheitstraums. Nur die Mickey-Maus-Figur, die will er nicht zeichnen. Nein. Mickey Maus ist ein Charakter, den ich irgendwo, der ist mir zu einschichtig. Das ist alles, also das Tolle an Donald ist, er ist wahnsinnig vielschichtig. Es ist praktisch alles, was irgendwie die Sache lebendig macht. Die ganzen Grauabstufungen in einem Charakter, die ganze Palette, die eben nicht so nur auf einen Nenner, es ist nicht vorhersehbar. Selbst für ein Männermagazin hat Gulbrandsson sich Donald Duck-Geschichten ausgedacht. Seiner Kreativität sind klare Grenzen gesetzt. Gulbrandsson muss sich an die klassischen Disney-Tabus halten, wie Sex, Religion und Tod. Jan Gulbrandsson hat sich das Comiczeichnen selbst beigebracht. Ein Perfektionist, der selbst mit seinen 63 Jahren noch immer nicht völlig zufrieden ist. Ich mache es ja schon recht lange. Die ersten 10 Jahre als Donald-Zeichner waren die Sachen nicht gut. Die Geschichte, die ich gerade gezeigt habe, die ist noch nicht gescheit. Da habe ich die Figur nicht richtig im Griff gehabt. Da ist sie nicht. Wo ist sie denn? Nicht richtig im Griff gehabt. Aber hier, die Daisy ist zwar sehr expressiv, aber sehr langschnäbelig. 10 Jahre lang mussten seine Fans auf neue Abenteuer der Disney-Ente warten. Jetzt können sie auf 100 Seiten und in 8 Folgen Donald durch Deutschland begleiten.